Gewesen. Ja, es hat noch heute eine kurze Ansprache gegeben, aber kurze Sache. Okay, gratuliere zu dem Sieg. 7-3. Seid ihr 7-3 besser gewesen? Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen normal in den Playoffs. Eben, entweder kommt noch der Anschlusstreffer 6-5 oder dann ja, ist der Match halt dann entschieden und dann sieht das Resultat auch ein bisschen deutlicher aus. Du hast ja heute Abend nebst dem letzten Goal, den du geschossen hast, noch eine Zwischen-Standing Ovation fast bekommen. Spürt man das als Spieler? Nimmt man das mit? Ja, das merkt man natürlich schon, aber ja, ich mache echt meinen Job und das gehört dazu, sind wir den Ball nicht verstochen. Ich komme aber nicht darum um, dass ich sage, wie eine Duracell-Batterie, der läuft und läuft und läuft. Es ist unglaublich, was du für ein Laufpensum tust, einen Tag legen. Heute Abend mit dem 7-3-Sieg war es sicher sehr einfach, das so zu machen. Ja, ist natürlich, wir haben vor allem die ganze Zeit mit drei Linien durchspielen können. Und dann ist es halt einfach schon, ja, da kann man recht Energie sparen. Und ja, wenn man natürlich näher in Führung ist, dann gibt es einen zusätzlichen Schub und dann geht es ohne Probleme. Was hat heute Abend anders gehabt? Am Mittwoch, vor allem im Mitteldrittel, ich sage jetzt mal, ein katastrophales Drittel war, dort hat er ein Match verloren. Und heute Abend hat er nicht die ganzen 60 Minuten, aber sicher 50 Minuten sehr überzeugend gespielt. Ja, wir haben einfach gewusst, dass wir Fehler gemacht haben. Wir haben zu viel Goal geschenkt. Heute haben wir defensiv einen besseren Job gemacht und im richtigen Moment im letzten Drittel wieder das 4-3 geschossen. Und das hat uns sicher wieder ein grosses Selbstvertrauen gegeben. Gut, ich gratuliere noch einmal recht herzlich. Ausgleich in der Best of 7-Serie 1-2-1. Morgen Abend viel Erfolg. Merci vielmals.